Moin Moin, mit diesem Video möchte ich meine Buchreihe abschließen, die ich Anfang des Jahres ins Leben gerufen habe. Und zwar wollte ich euch alle meine Buchreihen zeigen und vorstellen, die ich begonnen habe, aber noch nicht beenden konnte oder wollte oder aus den verschiedensten Gründen. Das habe ich euch dann jeweils dann in den Videos erzählt. Ja, und ich habe diese Buchreihen in drei Kategorien aufgeteilt, so dass es sich auch drei Videos ergeben haben. Das waren zum einen Buchreihen, die noch nicht beendet sind, die aktuell noch laufen. Dann sind das Buchreihen, die auch noch nicht beendet worden sind und wo es fraglich ist, ob da überhaupt noch ja, eine Fortsetzung kommt, wo man wirklich Jahre schon auf die Fortsetzung warten muss. Und jetzt als drittes kommen die Buchreihen dran, die schon beendet sind, die ich also eigentlich schon abhaken könnte und für mich sozusagen abschließen könnte. Und es ist wieder wirklich eine ganz, ganz tolle Mischung aus den verschiedensten Genres, natürlich sehr, sehr Fantasy-lastig, weil Buchreihen ja doch oft in der Fantasy vorkommen. Aber ich fange gleich mit einem Buch an, was nicht Fantasy ist, und zwar Calpurnias revolutionäre Entdeckungen von Jacqueline Kelly. Ja, ein Buch, was finde ich sehr, sehr besonders ist, ist ein historischer Roman und handelt von unserer Protagonistin Calpurnia, die ja diese klassische Rolle der Frau gar nicht mag. Sie ist ein Wirbelwind, sie ist ein Entdecker, sie hinterfragt ganz viele Angelegenheiten und am liebsten ist sie in der Natur und beobachtet Tiere und Pflanzenwelt. Und als ihr Großvater das mitbekommt, der im selben Haus lebt, fördert er ihre Leidenschaft und gibt ihr Bücher zu lesen und Aufgaben. Und ja, so entkommt sie so ein bisschen den Alltag, aber gerät natürlich auch in Konflikt mit ihrer Mutter zum Beispiel, die sie zu Klavierstunden verdonnern möchte oder ja, andere häusliche Tätigkeiten, die sie als Frau eigentlich kennen müsste. Ja, und hierzu gibt es noch einen zweiten Teil, den ich noch nicht gelesen habe, der bei mir auch noch nicht eingezogen ist. Es ist wirklich schon Jahre her, dass ich dieses Buch gelesen habe und irgendwann hatte ich dann entdeckt, dass es hierzu einen zweiten Teil gibt, wo dann das Schicksal von Calpurnia noch ein bisschen mehr beleuchtet wird. Und da geht es, glaube ich, nochmal um andere Arten von Tieren oder Pflanzen und ja, sie wird älter und mal schauen, was aus ihr wird. Ein sehr stilles Buch, aber auch sehr naturverbundenes Buch, kann ich wirklich empfehlen. Ja, und jetzt kommen wir zu Stephen King. Meines Erachtens liegen hier jetzt zwei Reihen von Stephen King, die ich noch nicht fertig gelesen habe. Sein Meisterwerk, Der dunkle Turm, habe ich ja vor mehreren Monaten angefangen. Ich glaube, es war irgendwann letztes Jahr. Da habe ich Schwarz gelesen. Das ist der erste Band von der Dunklen Turm-Reihe von Stephen King. Und da wusste ich schon, dass viele sagen, also der Einstieg ist wirklich sehr, sehr schwer. Der erste Band ist nicht so dolle und ja, das kann ich nur bestätigen. Ich habe mich da durchgequält, obwohl das wirklich nur 300 Seiten sind oder so. Ich habe es dann zur Erleichterung noch ein bisschen als Hörbuch gehört, aber es ja, hat mich einfach nicht gefesselt, nicht gepackt. Einige Ideen fand ich spannend, aber auch dieses Western-Feeling, Revolver, die im Mittelpunkt stehen und so, das ist überhaupt nicht mein Setting. Es geht um Geralt von Riva, wollte ich schon sagen. Nein, es geht um Roland und er ist der letzte Revolvermann und er ist auf der Suche nach dem dunklen Turm und er muss durch Ruinenstädte und trifft auf Dämonen, Sukubi, Vampire. Kann ich mich gar nicht dran erinnern. Und er ist aber auch auf den Spuren des schwarzen Mannes, der ihn immer einen Schritt voraus zu sein scheint. Ja, mehr weiß man nicht und ich fand das Ganze auch sehr rätselhaft. Man kommt dem Ganzen nicht ganz so nah. Es gibt immer Rückblicke, die einen Roland so ein bisschen näher bringen und die fand ich dann tatsächlich auch ein bisschen netter zu lesen. Aber so richtig drin war ich nicht. Aber ich habe mir geschworen, weil ich ja eben wusste, dass der Einstieg nicht so einfach war, dass ich in dieser Reihe mindestens zwei Bände lese und dann entscheide, ob ich die Reihe beenden möchte oder nicht. Weil viele schwärmen ja von dieser Reihe und auch Stephen King selbst sagt ja, dass es sein Meisterwerk ist. Und es gibt einfach viele Leute hier auf BookTube, aber auch in meiner unmittelbaren Umgebung, die einfach von dieser Buchreihe schwärmen. Unter anderem auch eine sehr gute Freundin, die mir dieses Buch auch geschenkt hat und mir immer gesagt hat, du liest so viel Stephen King oder du liest ja Stephen King, lies das. Und sie hat das letztens gereadet und ich glaube, das ist eine ihrer Lieblingsreihen.
Und ja, wir haben jetzt ausgemacht, wenn wir uns das nächste Mal sehen, dann wird sie mir den zweiten Teil ausleihen und ich werde dann danach entscheiden, ob ich ja, diese Reihe weiterlesen möchte. Ich habe tatsächlich schon angefangen gehabt, das Hörbuch zu hören zu dem zweiten Band, mich aber dagegen entschieden, weiterzuhören, weil ich einfach gewisse Bücher nicht als Hörbuch hören mag, weil man doch einfach sehr, sehr viel überhört in Hörbüchern und gerade wenn es ein bisschen komplexer wird, gerade auch bei Fantasy, ja, da finde ich es einfach schöner, die Bücher zu lesen. Ich finde es einfach intensiver und man bekommt viel mehr mit. Es war auch schon hier so der Fall, wo ich dachte, hä, kann ich mich gar nicht erinnern, musste zurückspielen oder musste sogar in dem Buch nachlesen. Ja, Hörbücher können manchmal sehr, sehr schön sein und auch schön zum Neuentdecken von Büchern, die man bereits kennt oder von Büchern, wo man gerade so ein bisschen ins Stocken gerät, sie dann dennoch irgendwie weiterzuerleben. Aber in diesem Fall fand ich es nicht so gut. Und deswegen möchte ich auf jeden Fall den zweiten Band lesen. Und ich habe auch schon am Anfang gemerkt, dass die Geschichte so eine gewisse Wendung nimmt und so einen gewissen Drive bekommt, den sie im ersten überhaupt nicht hatte und dass mir die Reihe dann doch gefallen könnte. Also ich werde, wie gesagt, auf jeden Fall dieser Reihe noch die Chance geben und dann werde ich euch auf jeden Fall auch wissen lassen, ob dann die Reihe ad acta gelegt wird oder ob ich sie tatsächlich beende. Es gibt ja 7 Bände und ich glaube noch einen 8. Zusatzband. Also da hätte ich auf jeden Fall was vor mir, weil die Bücher dann auch nicht mehr so dünn sind. Ich glaube, das erste Buch ist auf jeden Fall das dünnste und dann werden die Bücher auf jeden Fall immer dicker. Und ja, wenn die Reihe gut ist, kann ich das ja nur begrüßen. Also ich bin gespannt und versuche ganz unvoreingenommen da noch ranzugehen, auch wenn ich ja das erste Buch wirklich anstrengend fand. In Booktuber-Kreisen eher unbekannt, dafür aber bei den Gamern wahrscheinlich auf jeden Fall ein Begriff. Five Nights at Freddy's, die silbernen Augen, ist der erste Teil einer Trilogie. Ich weiß nicht, ob da noch mehr Teile zukommen, aber ich habe jetzt einfach mal bei meinem Bruder nachgefragt, der die Reihe gelesen hat und er meinte, das wäre ziemlich abgeschlossen und ist bisher auch nichts angekündigt. Deswegen habe ich die Reihe jetzt einfach mal zu den abgeschlossenen, beendeten Reihen hinzugefügt. Ja, Scott Cawson ist der Autor, gleichzeitig auch der Spieleerfinder, glaube ich, der sich dieses Spiel ausgedacht hat oder die Geschichte dazu geliefert hat. Ja, Five Nights at Freddy's ist eigentlich ein Grusel-Game, wo man den Nachtwächter spielt in einer Pizzeria. Und ja, dort gibt es eben so Maskottchen, die nachts zum Leben erwachen. Unter anderem eben auch Freddy, das ist so ein lebensgroßer Bär. Eigentlich kann man in diese Kostüme hineinschlüpfen als Mensch oder man macht da so elektronische Endoskelette hinein, dass die sich automatisch bewegen. Und da gibt es halt mehrere von in dieser Pizzeria. Und ja, der Nachtwächter soll jetzt, ich glaube, es ist irgendwie nur so ein Aushilfsjob und man soll halt ja, die Pizzeria im Blick haben. Und man sitzt dann halt da in seinem Kämmerlein und kann auf die verschiedenen Kameras gucken und kann sich immer durch die verschiedenen Kameras klicken und sieht dann manchmal doch, dass sich da irgendwas bewegt und dass diese Animatronics, wie sie genannt werden, immer näher kommen. Da gibt es viele Jumpscares, aber auch so kleine Minigames, die eingebaut werden. Und es hat durchaus auch seinen gruseligen Flair. Es gibt mittlerweile ziemlich viele Fortsetzungen. Ja, da habe ich jetzt nicht alle mehr geguckt. Ich glaube, ich habe bis zum dritten Spiel geguckt und dann aufgehört. Also ich habe es nicht selbst gespielt, sondern das immer als Let's Play geschaut. Und nachher fand ich dann die Jumpscares gar nicht mehr so, ja, diese überraschenden Gruselelemente gar nicht mehr so erschreckend, sondern wollte eigentlich mehr von der Story wissen und was damals passiert ist. Umso erfreuter war ich denn zu hören, dass es dazu tatsächlich eine Romanreihe geben soll. Leider ist die Reihe von der Story, weicht sie so ein bisschen ab von den Inhalt der Games. Das finde ich sehr, sehr schade und finde ich auch ja, ein bisschen verwirrend, weil eigentlich doch ja, der Erfinder doch genau seine Geschichte jetzt aufschreiben könnte, weil es gibt so viele Theorien zu den Games und es ist nicht alles so genau aufgelöst und deswegen haben sich viele Fans Theorievideos
ja, auf ihre YouTube-Kanäle hochgeladen oder auf irgendwelchen Websites veröffentlicht. Und natürlich befeuert es so ein bisschen auch die Leidenschaft für dieses Game. Und deswegen hat Scott Corson vielleicht auch nicht irgendwie eine Auflösung geliefert, weil diese Theorien das eben auch ausmachen, ne? Also die habe ich auch verfolgt und es hat durchaus auch Spaß gemacht. Wer ist diese Figur und wer verbirgt sich dahinter? Was ist damals geschehen? Es gibt halt ganz viele Unfälle. Fragezeichen oder Morde, die in den vorigen Jahren in dieser Pizzeria passiert sein soll, wo Kinder verschwunden sind. Und ja, damit hat es eben auch zu tun. Und hier treffen wir auch auf Jugendliche, 10 Jahre nachdem ein schreckliches Verbrechen den kleinen Ort Hurricane erschüttert hat, versammeln sich alle Betroffenen, die damals noch Kinder waren, zu einer Gedenkveranstaltung in der örtlichen Schule. Aus reiner Neugier begeben sie sich nachts an den Tatort, ein Restaurant, dessen Attraktion überlebensgroße animatronische Figuren waren. Doch diese Figuren scheinen ein tödliches Eigenleben zu entwickeln. Ja, und so weiter und so fort. Und hier gibt es eben noch Band 2 und Band 3. Ja, ich fand es, es ist tatsächlich eher ein Jugendbuch. Es ist schon sehr jugendlich, aber ich hatte durchaus so meine Gruselmomente und ein paar Settings, die ich echt toll fand. Und wie gesagt, die Geschichte finde ich, die Idee fand ich schon ganz cool, schon als ich die Let's Plays zum Game gesehen habe. Band 2 habe ich auch gelesen, das fand ich sogar noch ein bisschen schwächer als Band 1. Deswegen habe ich vielleicht auch noch nicht weiter gelesen, aber ich würde sie schon ganz gerne beenden, weil die Faszination besteht ja trotzdem zu dieser Geschichte. Und ich habe mir ja nicht umsonst hier auch noch so ein Five Nights at Freddy's, The Freddy Files geholt, das ist auf Englisch und ich wollte einfach noch mehr Theorien wissen und noch mehr, was dahinter steckt. Deswegen, es strahlt immer noch eine Faszination aus und auch die Geschichte mochte ich besonders im Band 1, aber man kann es nicht so ganz mit den Games vereinen, was ich halt ein bisschen schade finde. Aber ich will es doch irgendwie beenden und dann kann ich da einen Haken hintermachen. Es gibt mittlerweile auch eine neue Reihe, ich glaube auch von diesem Autor, beziehungsweise er hat es ja zusammen geschrieben mit Kyra Breed Risley. Ich weiß nicht, wie viel Anteil die beiden, wie sich das aufgeteilt haben. Also den Namen wollte ich auch auf jeden Fall noch nennen, weil sie da mitgeschrieben hat. Beziehungsweise vielleicht ist sie ja auch die Hauptautorin und er hat hauptsächlich nur die Ideen geliefert sozusagen. Genaueres weiß ich darüber nicht. Wenn ihr dazu mehr erfahren möchtet, dann habe ich dazu eine Rezension hochgeladen. Da könnt ihr mal vorbeischauen. Eine Reihe, die ihr bereits in meinen Vorsätzen für das Jahr 2021 entdeckt haben könntet, ist Fabelheim von Brandon Mull. Hier habe ich bereits nur den ersten Band gelesen und alle anderen Bände, ich glaube, es gibt 5 insgesamt, noch nicht gelesen, weil sich die Aufmachung geändert hat. Also es ist mittlerweile, gibt es diese Bücher nur noch im Taschenbuch und nur den ersten Band gibt es in dieser gebundenen Variante. Und da war ich doch ein bisschen enttäuscht und habe gewartet, vielleicht ändert sich das ja noch, vielleicht kommt das ja doch noch mal in dieser Ausgabe, kam aber nicht. Und deswegen habe ich da nicht weitergelesen, dann ist sie so ein bisschen in Vergessenheit geraten und dann dachte ich, ja, okay, sie ist ja eh noch in der Mache, aber jetzt mittlerweile ist sie, glaube ich, abgeschlossen und ich habe mich letztens, wo ich mich gefragt habe, welche Reihen habe ich hier noch offen und welche möchte ich noch beenden, was könnte vielleicht ausziehen, habe ich mich mit dieser Reihe wieder beschäftigt und ich habe eigentlich positive Erinnerungen an dieses Buch und deswegen würde ich es gerne rereaden und dann entscheiden, ob ich die Reihe weiterlesen möchte. Und dann würde ich sie mir halt einfach komplett als Taschenbuchausgabe holen. Aber dieses Buch finde ich einfach so besonders, das wird dann trotzdem ja bei mir bleiben. Ich finde es einfach irgendwie sehr, sehr speziell. Es geht um ein Geschwisterpärchen, glaube ich, die in Sommerferien ja auf ein Anwesen geschickt werden von ihrer Familie. Wir warten eigentlich langweilige Ferien, aber Fabelheim ist tatsächlich ein Reservat für fantastische Wesen, um sie dort eben zu verstecken vor der gesamten Welt, um ihnen aber trotzdem ein Heim bieten zu können. Aber es ist schwierig, den Frieden unter diesen ganzen Fabelwesen zu wahren, denn die sind alle auf einen Haufen und alle haben irgendwie ihre Wünsche, wie sie leben wollen und es gibt natürlich auch gewissen Unmut untereinander. Und dann gibt es natürlich auch immer die Gefahr, von außen entdeckt zu werden. Ja, vieles weiß ich auch gar nicht mehr. Ich habe wirklich nicht mehr so viele Erinnerungen an dieses Buch, nur dass ich das irgendwie
irgendwie sehr magisch fand, fantastisch und dass viele verschiedene Wesen drin vorkamen, die man jetzt gar nicht so kennt unbedingt. Und ja, das fand ich wirklich sehr, sehr schön und fantasievoll. Und deswegen würde ich gerne dieser Reihe nochmal eine Chance geben und dann halt einfach mit den Taschenbüchern weitermachen. Die Dämonenakademie von Taran Mataru ist auch eine Trilogie und ich habe bereits Band 1 und 2 gelesen und Band 3 fehlt mir jetzt noch. Und diese Reihe möchte ich auch auf jeden Fall beenden. Es ist High Fantasy für Jugendliche, aber die High Fantasy ist noch irgendwie gemixt mit so einer Prise Pokémon, finde ich, und einer gewissen Magierschule. Deswegen hat es für mich viele Elemente, die ein bisschen gemixt wurden und dadurch nicht mehr so klassische High Fantasy ist. Es gibt aber eine Welt, in der wir Menschen, Zwerge, Elfen und Orks haben und natürlich gibt es Krieg und große Vorurteile zwischen den ganzen Völkern und es gibt aber natürlich immer auch welche, die ein bisschen aus der Reihe schlagen. Und unser Protagonist ist ein sehr, sehr toleranter Mensch und er schließt Freundschaft im Laufe dieses Buches mit Elfen und Zwerge und selbst diese gruseligen Orks werden so ein bisschen in Frage gestellt. Und das fand ich an diesem Buch auf jeden Fall eine sehr, sehr tolle Botschaft und eine sehr, sehr große Stärke. Die Figuren, die Freundschaften und eben diese Toleranz, die hier so ein bisschen wiedergespiegelt wird in unserem Protagonist Fletcher. Es beginnt aber in einem Dorf, wo Fletcher lebt und er ist nicht so besonders beliebt. Er findet aber irgendwann eine Schriftrolle und mit dieser Schriftrolle kann er einen Dämonen heraufbeschwören. Und zwar ist das der kleine Drache Ignatius, den ihr hier oben auf seinen Schulter sieht. Ja, und als herauskommt, dass er Dämonen beschwören kann, wird er auf die Dämonenakademie geschickt. Dort wird man halt ausgebildet in diesen Dämonenbeschwören und muss natürlich auch seine Kräfte irgendwie zügeln können und deswegen wird man da hingeschickt, um seine Kraft, um seine Macht irgendwie kennenzulernen. Und da beschwört er halt eben nicht nur Ignatius, sondern lernt auch viel über andere Dämonen. Aber es gibt dort eben nicht nur Menschen, sondern auch Elfen und Zwerge, die auch Dämonenbeschwörer sind. Und so kommt er eben in Kontakt zu diesem Volk. Und er bekommt natürlich aber auch Feinde und Gegenspieler, die ihm das Leben dort auf der Schule so ein bisschen schwer machen. Ja, aber so ein bisschen über diese Dämonen kennenzulernen, die eben in einer ganz anderen Welt leben, woher sie heraufbeschworen werden. Und es gibt natürlich auch Kämpfe gegeneinander mit diesen Dämonen, die man heraufbeschwört und jeder Dämon hat auch so seine besonderen Fähigkeiten und jedes Element, jeder ein besonderes Element, was er mehr beherrscht und deswegen habe ich so ein bisschen auch an Pokémon gedacht, weil da geht es ja auch so ein bisschen darum, welches Pokémon nimmt man gegen welches Pokémon und wie sind die Fähigkeiten. Ja, also eine wirklich schöne Jugend-High-Fantasy, die man auch als Erwachsener sehr, sehr gut lesen kann. Und ich freue mich jetzt im dritten Band und hoffe da noch ein bisschen mehr über die Dämonen und vielleicht über ihre Heimat kennenzulernen. Und die versprochene zweite Reihe von Stephen King, beziehungsweise man kann es eigentlich gar nicht Reihe nennen, es ist ein Zweiteiler. Und zwar ist das der Talisman von Stephen King und Peter Straub. Und dazu gibt es eben auch noch einen zweiten Teil, das Schwarze Haus. Und das habe ich letztes Jahr geschenkt bekommen von der lieben Sarah vom Kanal Alice im Bücherland. Ich glaube, das war in einem Weihnachtswichtelpaket drin. Und wir haben zusammen abgesprochen, dass wir diese Reihe zusammen lesen wollen. Und da das Buch, als ich das gelesen habe, es ist schon wirklich auch wieder Jahre her, muss ich halt eh von vorne anfangen. Deswegen werden wir zusammen diese Reihe im Herbst jetzt in diesem Jahr lesen. So haben wir es jedenfalls abgesprochen. Weil sie hatte nämlich gesagt, als sie das Buch mir ausgesucht hat, da hat sie gedacht, das könnte auch was für sie sein. Ja, das ist tatsächlich eher ein Fantasy-Roman als ein Horror-Roman. Es hat natürlich auch, wie bei Stephen King so üblich, auch düstere Elemente. Aber es ist tatsächlich mehr fantastisch als seine anderen Romane. Trotzdem kann man ihn hier sehr gut herauslesen, weil eben die Charaktere hier sehr gut ausgearbeitet sind. Wir treffen hier auf den 12-jährigen Jack Sawyer und seine Mutter ist krank, todkrank. Und er kann sie retten, aber nicht nur sie, sondern auch
seine Welt, beziehungsweise zwei Welten, indem er den Talisman findet. Und er kann zwischen diesen beiden Welten hin und her springen, zwischen zwei Parallelwänden, also einmal unserer Welt und einer anderen Welt, wo er diesen Talisman finden soll. Und ja, auf dieser Reise begleiten wir ihn. Ich weiß noch, dass er später einen Begleiter an die Seite gestellt bekommt, der Wolf heißt und den ich wirklich sehr, sehr mochte, aber vieles habe ich hier auch total vergessen. Und ich glaube, das Schwarze Haus spielt einige Jahre später und ja, dreht sich dann wieder um Jack. Aber ja, wie gesagt, ich habe extrem viel vergessen und das möchte ich gerne wieder auffrischen. Und ich freue mich sehr, dass ich das zusammen mit der lieben Sarah machen kann. Und ich hoffe auch, dass ihr das gefällt, dass wir dann auch den zweiten Band dann weiter zusammenlesen werden. Und da haben wir auch einiges vor uns. Also ich glaube, wir hatten überlegt, im September zu beginnen. Und wenn wir dann im Oktober den nächsten machen, ja, dann haben wir wirklich einiges vor uns. Und ich hoffe, dass es mir wieder gefällt. Also ich weiß, dass ich mich doch manchmal ein bisschen durchkämpfen musste, aber ich habe es wirklich auch als Jugendliche gelesen. Und na gut, bei Stephen King kommt es ja manchmal doch ein bisschen vor, dass Längen drin sind. Aber auch diese, ja, überliest man dann irgendwann und dann kommt es wieder zu tollen, spannenden Momenten oder zu rührenden Momenten. Auch das gibt es ja bei King. Und ja, ich freue mich wieder mit Jack abzutauchen und auf sein Abenteuer, das er begeht. Und jetzt habe ich eine Drachenreihe und zwar Feuerträne von Chris DeLacy aus dem Koppenrad Verlag habe ich das hier. Da habe ich die ersten drei Teile gelesen. Das sind auch die einzigen, die tatsächlich auf Deutsch übersetzt worden sind. Die restlichen sind leider nicht mehr übersetzt worden, aber im Englischen sind weiterhin die Bände erschienen und mittlerweile ist es auch abgeschlossen. Ich glaube, die Reihe ist auch irgendwie siebenbändig ungefähr. Ich habe mir die jetzt mal auf die Wunschliste gepackt, weil es eben auch Kinderbücher sind und ich mir irgendwie denke, das müsste man doch auch schaffen. Mit meinem Englisch müsste ich das doch irgendwie hinkriegen. Das ist, schreckt einen ja doch immer so ein bisschen ab, weil es dann doch ein bisschen anstrengender ist zu lesen, als wenn man auf Deutsch liest. Aber wenn ich vorher nochmal die drei Bücher rereade, ist man vielleicht so in der Story drin, dass das einem vielleicht wieder einfacher fällt. Es ist nicht so eine typische Drachen-Fantasy-Reihe, wie man sich das jetzt denken würde. Es geht um einen Protagonisten, der auf der Suche nach einer Wohnung, nach einem Zimmer ist und er findet tatsächlich eine Anzeige von einer Familie und es wäre dann eine private Wohnung. Also er würde dann in ein Zimmer einziehen, in einem Haus. Und ja, das nimmt er an, weil er, glaube ich, sehr verzweifelt ist. Und dieser Haushalt ist ein Künstlerhaushalt, denn die Mutter macht kleine Tonfiguren, kleine Tondrachen. Ja, und diese scheinen irgendwie lebendig zu werden. Das muss irgendwann unser Protagonist feststellen. Außerdem beobachtete er seltsame Verhalten von Eichhörnchen. Und es geht später sogar noch um Eisbären. Also es ist durchaus sehr besonders, wie ich finde. Und ich war erst ein bisschen enttäuscht, weil es gar nicht so sehr um diese Art von Drachen geht, die ich liebe. Aber es ist so besonders und so fantasievoll und so toll gemacht irgendwie und so geheimnisvoll gleichzeitig auch, dass ich die Geschichte schon ganz gerne weiter verfolgen würde und auch beenden wollen würde. Ja, deswegen würde ich die gerne rereaden irgendwann und mir dann die englischen Folgebände zulegen und ja, mal gucken, weil es ist schon ein bisschen unbefriedigend, mitten im dritten Band nach dem dritten Band aufzuhören, weil da noch nichts richtig abgeschlossen ist. Und ich finde die Bände auch wirklich sehr, sehr hübsch gestaltet, was es umso trauriger macht, dass Koppenrad diese Bücher einfach nicht fortgesetzt hat. Ja, aber die werden hier auf jeden Fall nicht ausziehen. Eine Reihe, die im letzten Jahr in aller Munde war, ist die Hexer- bzw. The Witcher-Reihe. Um den Hexer Geralt von Riva geht es hier. Der letzte Wunsch ist der erste Kurzgeschichtenband von zweien. Und dann kommt die eigentliche Reihe, aber die ist auch schon länger
abgeschlossen. Also es sind 5 Bände dieser Hauptreihe und die sind jetzt halt neu aufgemacht worden in dieser wundertollen Aufmachung. Und die werde ich mir auf jeden Fall auch in dieser Aufmachung zusammensammeln. Die ergeben halt auch ein total tolles Muster, wenn man sie alle so ins Regal stellt. Richtig, richtig toll und es fässt sich auch haptisch wirklich ganz, ganz toll an. Ja, es wurde halt deswegen so viel darüber gesprochen, weil es eine Serienverfilmung gab. Und die erste Staffel, weiß gar nicht, war das letzte Jahr oder schon vorletztes Jahr, wo die rausgekommen ist, lief ja und wurde doch sehr gut aufgenommen. Auch ich muss sagen, dass ich sie gut fand. Und es verpackt so hauptsächlich die Storys um diesen ersten Kurzgeschichtenband, nimmt aber auch schon so ein bisschen voraus etwas in der Hauptreihe. Ich fand es manchmal ein bisschen verwirrend, wo wir uns befinden, ob wir uns in der Gegenwart befinden oder ob wir uns ein bisschen in der Vergangenheit befinden. Deswegen fand ich es ganz gut, dass ich das Buch damals schon gelesen hatte. Ja, aber ich freue mich tatsächlich, Geralt von Riva in der Serie weiter zu verfolgen. Meine Leidenschaft für Geralt von Riva von dieser Welt hat eigentlich durch die Games begonnen. Auch da habe ich wieder die Let's Plays geschaut. Eine wirkliche epische und düstere Welt entdeckt man da zusammen mit Geralt. Schwarzer Humor ist wirklich an der Tagesordnung. Es gibt auch viel nackte Haut, aber durch diesen Humor fand ich das jetzt nicht ganz so anstrengend wie oft. Passte einfach zu dieser Reihe, zu diesem Humor mit rein. Im Game hat man auch Open World, man kann hingehen, wo man möchte, hat immer bestimmte Quests und die Grafik ist einfach unglaublich. Also was man da für Naturschauspiele sieht, ich war die ganze Zeit am Schwärmen, genauso wie Gronkh, bei dem ich die Let's Plays geguckt habe, der auch immer wieder geschwärmt hat von diesem Spiel, was natürlich auch ansteckend war. Aber gleichzeitig hat es einfach auch eine unschlagbare Story. Die Games spielen ja nach den Büchern. Deswegen habe ich es jetzt eigentlich in der falschen Reihenfolge gemacht, aber dadurch bin ich halt eigentlich hauptsächlich erst auf die Bücher gekommen, die ja für viele auch wirklich ein ganz, ganz großes Kino sind. Und ja, ich hatte die ersten beiden Kurzgeschichtenbände gelesen, die ja sozusagen die Vorgeschichte sind, wo die Figuren eingeführt werden und wie sie sich überhaupt kennengelernt haben, die Protagonisten sozusagen, und dann geht es eben in der Hauptreihe richtig los. Ich muss sagen, dass ich jetzt nicht super begeistert war von den Büchern damals. Ich fand sie mittelmäßig gut, aber immer noch so gut, dass ich wissen wollte, wie es weitergeht. Und ich glaube, dass mich dann auch die Hauptreihe einfach auch mehr begeistern kann, weil es dann einfach einen größeren roten Faden gibt und man noch ein bisschen mehr einsteigt. Ja, aber wie gesagt, diese Aufmachung ist auch einfach wirklich ein Traum und es kommt dieses Jahr, glaube ich, auch sogar ein Schuber raus mit den ganzen 5 Bändern, aber dadurch, dass die genauso aussehen wie die Einzelbände, ja, ist das jetzt vielleicht auch gar nicht so das große Ding. Ist auch nicht unbedingt günstiger, ich habe es mir schon ausgerechnet. Also leider keine Ersparnis, ja, aber wen interessiert's, ne? Kam nur, weil ich das gestern gerade recherchiert habe. Ja, jetzt sind wir langsam auf der Zielgeraden. Und zwar habe ich hier noch eine Fantasy-Reihe von Thomas Finn. Thomas Finn ist einer meiner liebsten Autoren, allerdings hauptsächlich wegen seiner Horrorromane. Er schreibt auch hin und wieder Fantasy, hatte auch eine Drachendilogie geschrieben. Das hatte mir allerdings nicht so gut gefallen. Die habe ich nicht beendet, da habe ich nur den ersten Teil gelesen, fand ich so mittelmäßig und habe dann den zweiten gar nicht mehr gelesen. Und dachte, na gut, ich konzentriere mich dann hauptsächlich auf seine Horrorromane und das hat sich bisher immer gelohnt, waren immer bisher große Highlights. Aber ich habe eben auch diese Jugend-Fantasy-Reihe von ihm ausprobiert. Das ist auch eine Neuauflage und zwar die Chroniken der Nebelkriege. Und hier wird das in dieser Neuauflage so herausgegeben, als wäre es eine 4-teilige Reihe. Eigentlich ist es eine Trilogie.
und ein Vorgeschichtenband, der aber später erschienen ist. Und den habe ich hier jetzt eben in den Händen. Das ist der erste Band, beziehungsweise eben die Vorgeschichte zur Trilogie. Es ist sehr maritim, es ist sehr humorvoll und das hat mich irgendwie auch dran gefesselt. Also ich möchte auf jeden Fall die Trilogie lesen. Die soll auch noch besser sein als die Vorgeschichte. Das ist im Grunde abgeschlossen. Man lernt dann den Protagonisten am Ende auch noch mal kennen, der dann der Protagonist aus der Trilogie ist. Hier ist es die Elfe Fi, die auf einem Schiff aufwacht und sich an nichts mehr erinnern kann. Sie erfährt dann nach und nach, dass jemand das Reich unterjocht hat, ihr Zuhause, und sie möchte nun mit ihren Gefährten, einer Möwe und einem Meermann, ja, irgendwie verhindern, dass ihr Reich untergeht und unterjocht wird von dieser Tyrannin. Und sie möchte natürlich auch herausfinden, was eigentlich mit ihr passiert ist, warum sie, ja, ihr Gedächtnis verloren hat, wie sie da überhaupt hingekommen ist. Ja, das Ganze ist so ein bisschen angelegt an unsere Deutschlandkarte. Hier sieht man das, und Hamburg ist eben Hammerburg, und es gibt Rüstringen und Lichtermoor, ich weiß gar nicht, Kolona, Berchtesreich im Süden. Ja, also es ist so ein bisschen angelegt, aber hauptsächlich eben spielt es am Meer, und ja, das hat mich auf jeden Fall angesprochen, auch diese Meerwesen und dieser Humor, dieser Schnack, den die auch führen und lustige Dialoge führen, und deswegen, ja, werde ich es weiterlesen. Auch das war jetzt kein übermäßiges Highlight, aber ich glaube, da ist auch noch Luft nach oben. Also ich spüre da Potenzial und möchte auf jeden Fall ja, die Trilogie auch weiterlesen. Und ich finde auch die Neuauflage wirklich sehr, sehr hübsch. Und als letztes habe ich noch zwei Reihen, die ich euch nicht besonders groß jetzt vorstellen möchte, weil ich in den letzten Lesemonaten und davor auch schon oft über diese Reihen gesprochen habe. Und zwar ist es zum einen Kinder des Nebels, die Nebelgeborenen, Band 1 von Brandon Sanderson, High Fantasy Trilogie, wo eben das Magiesystem ein ganz besonderes ist, habe ich jetzt gerade Band 1 beendet und euch eben im Lesemonat davon berichtet. Und der zweite Band ist bereits eingezogen bei mir und ich freue mich, da weiterzulesen. Und dann habe ich noch Odins Kind, das ist der erste Teil der Rabenringe-Trilogie von Siri Pettersen. Auch da habe ich den ersten Band gelesen und lese gerade den zweiten. Auch davon habe ich euch bereits berichtet, dass es High Fantasy ist mit nordischen Mythen. Und ja, doch auch ein bisschen spezieller, dass der zweite Band jetzt ein bisschen schwächelt, habe ich euch berichtet, und dass ich daran jetzt schon sehr, sehr lange lese. Aber ich komme voran. Ich habe vorhin ein bisschen weitergelesen und gestern, und ja, ich habe das Gefühl, dass da wieder ein bisschen mehr passiert und ich wieder in die Geschichte mehr eintauche. Und einige wirklich spannende Ereignisse sind gerade passiert, und deswegen habe ich auch da Hoffnung, dass es mich wieder mehr kriegen kann und mehr packen kann, und der dritte soll dann auch noch mal eine Schippe drauflegen. Ja, das waren sie, meine Buchreihen, die ich begonnen habe, die aber eigentlich schon beendet sind, die ich eigentlich also schon zu Ende lesen könnte. Die Videoreihe ist damit jetzt auch beendet. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mich würde natürlich interessieren, wie viele Reihen ihr noch so offen habt und was das für tolle Reihen sind und vielleicht auch die Gründe, warum ihr bisher noch nicht weitergelesen habt. Manchmal gibt es ja so ganz besondere Gründe oder manchmal ist es auch einfach die Zeit oder tolle neue Bücher, zu denen man dann eher greift. Ja, schreibt mir das in die Kommentare. Jetzt wünsche ich euch aber erstmal eine schöne, lesereiche Zeit, und wenn ihr wollt, sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut! Ciao, ciao!